Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play zu Last Epoch. Ja, ich habe vorher getestet, ob das wieder geht mit dem Vollbild, Aufnahmen und so. Es geht immer noch nicht. Jetzt kommt aber bald der Patch. Ich hoffe, dass nach dem Patch 0.7.8 das wieder geht. Ich habe hier jetzt diesen Feuerball mal gemacht, im Livestream ein bisschen und so. Und ja, ich habe doch gesagt, er wäre vielleicht nicht so zäh, aber er ist sehr zäh. Also sehr zäh nicht, aber hat einfach diese vielen Wards-Sachen. Und das macht ihn schon natürlich sehr zäh. Ja, der Match ist vielleicht ein bisschen zu schwer für ihn noch. Und wir machen jetzt eine Map und danach machen wir die Story weiter. Genau so herum. Ja, da ist ein bisschen laut. Ja, ja, danke schön. So. Also was eigentlich der Feuerball mal gemacht ist dort. Schade. Und das sind sehr schnelle Geschwindigkeiten, ihr seht. Also die Gegner haben jetzt nicht so viel aus. Also Leben. Die Map ist halt einfach schwer, oder? Sie hat ja höher levelige Ding. Und ihr seht es, also er verliert fast kein Leben. Also schon, aber hat sehr viel Elementar-Leash. Also der Feuerschaden macht sehr viel Leash. Und das hilft eigentlich sehr, natürlich besser als beim Beschwörer, beim Nekromanten. Mit der, ja, wir können durch die Map gehen, ohne dass wir Gefahr laufen zu sterben. Bei der, ja, Nekromanz ist natürlich schon noch ein bisschen zu wenig zäh. Und deshalb machen wir jetzt den mal ein bisschen weiter. Bis wir dann auch noch Items haben, die den Beschwörer viel zäher machen. So, und ich werde auch wieder weiter livestreamen, mehr livestreamen Last Epoch. Ich bin jetzt einfach ein bisschen mit Roblox und GTA beschäftigt, weil es ein bisschen mehr Aufrufe gibt. Und ja, der Server bald startet, der Rollenspiel-Server von GTA. Und ja, jetzt tun wir einfach, also zwei Tage, denke ich, oder Alltag, ein paar Let's Play machen, haben, dass ihr einen habt. Und dann kommen wir auch schnell vorwärts. Vor allem der neue Part, der neue Patch macht natürlich dann wieder mehr Parts. Der ist so gut, dass ich da wieder gewählt werde, viel mehr aufzunehmen, also wieder zwei Folgen pro Tag zu bringen oder so. Da ja auch Secret 2 nicht so beliebt ist, kann man da eigentlich den Secret 2 Part eigentlich wieder ein bisschen, ja, jeden dritten oder jeden zweiten Tag mal stornieren und dafür einen Last Epoch Tag mal mehr machen. Weil es natürlich viel beliebter ist. Also, ja, okay. Nicht ganz so viel beliebter natürlich. Aber auf Twitch bin ich halt auch viel beliebter. Also, ja. Es tut mir gut, auf Twitch jetzt zu sein mehr. Also von 16 Uhr bis 2 Uhr morgens bin ich meistens aktiv. Also einmal bin ich 11 Stunden, 42 Minuten und 55 Sekunden aktiv gewesen. Und einmal bin ich nur 4 Stunden aktiv gewesen, also gestern war ich nur 4 Stunden aktiv, weil es mir nicht so gut geht. Mir geht es immer noch leider nicht so gut. Ich habe immer noch Ohrenschmerzen. Ich muss endlich einen Hausarzt haben und einen, ja, einen Spezialisten oder so, weil es gibt immer noch Blutungen im Ohr. Und das ist eigentlich ja, ja, eine Sache, wo man halt eigentlich nicht sollte livestreamen oder so, so viel. Also ich würde mich eher schonen müssen. Aber ich bin so ein harter Typ, ich kann alles überwinden. Also für mich ist eine Mittelohrenentzündung, Blutung, also nicht so schlimm wie bei den meisten anderen. Es gibt ja viele Leute, die wegen jedem Zeug jammern. Und ich bin überhaupt kein, ich halte einfach alles aus. Meine Schmerzen sind so im Hintergrund, dass ich eigentlich das alles auch aushalten kann. Das muss man halt lernen. Man darf den Schmerz nicht im Vordergrund halten. Durch die Moderne habt ihr immer dann das Gefühl, ihr müsst die Schmerzen aushalten, weil ihr es ja eigentlich, ja, braucht auszuhalten. Dadurch fühlt ihr dann euch immer so, als würdet ihr dann doch eher den Schmerz akzeptieren und ihn aushalten wollen. Und genau das ist das Falsche. Ihr müsst anders denken. Wenn ihr Schmerzen habt, dann macht doch das so, dass ihr den Schmerz einfach in den Hintergrund stellt. Also einfach nicht wahrnehmen wollt. Das ist besser, als den Schmerz wahrzunehmen, dafür irgendwie
Ja, den Schmerz einfach aushalten, ja, also viel mehr zu merken. Ihr müsst sanft sein zu euch, zu den Schmerzen und so. So, wir haben aber bald auch diese Handschuhe, die wir gefunden haben als Necromancer, also mit dem Necromancer. Dann bald auch zum, ja, Equippen. Ja, die Handschuhe sind natürlich mega schlecht, oder? Deshalb die Handschuhe mit mehr, viel mehr Schaden. Und vielleicht auch wegen dem Bluten, dann mehr, ja, mehr Flexibilität, um noch stärker zu werden. So, wir müssen noch hier unten das Portal machen, scheinbar. Ja, und eben diese trockene Luft und alles. Ich muss endlich eine neue Wohnung finden. Die Wohnung ist nicht, diese Wohnung ist nicht gut für meinen Livestream. Immer Fenster geschlossen zu haben müssen und halt die Wärme immer wieder auszuhalten, ist nicht gut für mich. Deshalb, ja. Weil Lärm ist ein Schmerz, also Lärm hat ja auch mit Schmerz zu tun, also mit Rezeptoren, mit Nerven. Das ist bei mir auch so ein bisschen überschlägt, auch wenn es für andere Menschen viel weniger Lärm ist. Das ist für mich schon viel zu viel Lärm. Das muss ich auch noch lernen, irgendwie alles auszuhalten, aber das geht halt nicht so einfach wie Schmerzen aushalten. Das ist einfach so. Und ich bin so glücklich, dass ich Livestreams machen kann, dass ich Videos machen kann. Ich kann einfach nicht verzichten. Ich kann nicht mal einen Tag Pause machen. Ich bin gesundheitlich auch so fit, auch während dem Kranksein, dass ich ja, einfach Livestreamen muss, oder? Groß tue ich immer mit dem schwarzen Loch ein bisschen einsperren. Oh, das wurde auch neu gemacht, scheinbar. Also, so sah es jetzt noch nie aus. Haben die wirklich jetzt wieder neue Patches gemacht und nicht angekündigt? Also, oh, das ist jetzt der 9.7. Ich habe gar noch nicht geschaut. Also, ich habe nichts runtergeladen. Ist der gestern rausgekommen, der Patch? Und das ist jetzt komplett neu hier. Das war bei 0.7.7 noch nicht so, oder? Nein, es ist immer noch der gleiche Patch, eben. Hä? Ich komme nicht raus. Was machen die zwischen den Patches? Wieso kündigen die das nicht an? Oder ist das bei 0.7 so auch gewesen? Also beim Necromancer war es noch nicht so. War dann schon 0.7.7? Ich bin völlig verwirrt. Die Entwickler tun so verwirrend entwickeln. Und halt die Patch-Notes auch so verwirrend schreiben, dass sie meistens gar nicht so richtig rauskommen. Was genau neu ist, das erkennt man dann erst in-game, oder? An den Patch-Notes kennt man das eigentlich noch nicht so. Das ist irgendwie komisch, weil, ja, ich möchte ja gerne wirklich auch wissen, was ich spiele, was neu ist an einem Patch. Große MMORPGs oder so Rundspiele machen das gut, aber so Entwickler, die noch nicht so weit sind, machen das halt noch nicht so gut. Also die machen eher weniger. Die müssen das immer notieren, was sie dann auch entwickeln. Wenn sie das nicht notieren, dann ist es nicht in den Patch-Notes. Dann bin ich wieder ein bisschen verwirrt. Aber ich bin nur mal einfach im besten Test. Ich muss wissen, was ich spiele, also was neu ist. Ich muss es einfach testen. dann bin ich halt einfach ein anderer Spieler als andere Let's Player und Livestreamer. Ich finde auch, die Leute finden das auch besser. Sonst kann ich es natürlich sagen, wenn ich jetzt nicht so auf das Spiel achten muss und es auch nicht kritisieren sollte oder so. Aber wenn ein Spiel nicht kritisiert wird, dann ist es einfach gut und für Leute einfach eher langweiliger zum Spiel, weil sie einfach denken, das Spiel ist einfach super. Oder? Also ich sehe immer wieder Leute von den Kollegen, wenn sie ein gutes Spiel spielen, sind sie gelangweilter, als wenn sie ein schlechtes Spiel spielen und noch nicht fertig ist. Aber die haben auch die Motivation, wie einen Beta-Tester da noch ein bisschen mehr zu zeigen. Und einer hat noch geschrieben ein paar Sachen, Peter oder so heißt er. Kann ja kurz sonst nachschauen. Peter Wild heißt er, glaube ich. Dankeschön für diese Story im letzten Part. Da hast du wirklich das auf den Punkt gebracht. Du hast wirklich das gesagt, was ich eigentlich auch gedacht habe, aber einfach nicht so erzählen konnte meistens. Oder einfach auch nicht gerade so wusste, dass ich es erzählen kann, oder wie ich es erzählen kann, oder ob ich es erzählen kann. Aber auf jeden Fall hast du genau das geschrieben, was ich eigentlich genauso auch mitteilen wollte oder einfach auch sagen musste eigentlich, oder? Also wirklich ein guter Job gemacht für mich, das ein bisschen vereinfachen für mich.
dass die Leute einfach viel zu viel erwarten, zu viel Druck machen an Entwicklern und alles mögliche, oder sich selber auch Druck zu machen, dass die Leute dann auch immer wieder sich mega Druck machen, weil sie einfach profihaft spielen wollen, suchten, dann halt depressiv werden oder einfach dann zum Star werden, weil sie irgendwie Speedruns machen können. Aber die Spiele werden nicht mehr genossen. Es wird wie Abfall benutzt. Spiele werden immer wieder wie Abfall benutzt. Vor allem bei den kleinen Entwicklern, bei den Indie-Games, kaufen die Leute die Spiele, zocken es innerhalb von einem Tag durch und danach ist es wieder weg, das Spiel. Und ich bin ein Spieler, ich habe 11 Jahre Diablo 2 gespielt. Und sicher 9 Jahre Final Fantasy 9. Das Spiel war für mich, Final Fantasy 9 war für mich einfach eines der perfektesten Spiele, die je rauskam. Die Story ist gewaltig genial. Spielsachen, also die Spielfeatures, zum Beispiel Chocobo-Jagd, Chocobo-Schatzsuche. Unglaublich spannend. Ich hatte mega lange gebraucht, bis ich alle Schätze gefunden habe. Ich habe keine Tipps. Ich bin einer, der keine Tipps sucht. Also wenn dann von Zuschauern bekomme. Aber das akzeptiere ich auch. Aber ich bin einer, der die Spiele komplett zockt, ohne einen Tipp oder Cheat zu benutzen. Und das können nicht viele Leute heutzutage mehr. Also ihr denkt mal, ihr könnt es. Aber macht es mal. Ein Spiel ohne Infos, ohne News, ohne Cheats, ohne das Spiel wirklich wieder auf die Seite zu legen, durchzuspielen. Macht das mal. Sagt mir mal bitte in den Kommentaren, welches Spiel ihr so gespielt habt. Genau so, wie ich es gesagt habe. Also wirklich ohne Tipps, ohne Cheats, ohne Informationen von anderen. Würde mich echt interessieren. Weil eben, es gibt halt sehr wenige Spiele noch davon. Ich sehe immer wieder Leute, die zum Beispiel Transport Manager oder so spielen. Transport Tycoon oder so. Die immer noch spielen, immer noch viel. Aber das sind Games, wo einfach Langzeitmotivation geben. Aber heutzutage, ja. Oh, ein neues Spiel ist das. Sofort auf das Spiel stürzen, oder? Genießt eure Spiele, wo ihr wirklich auch glücklich seid dazu. Ich habe irgendwas bekommen durch die Quest und ich habe es nicht gesehen. Ich dachte, ich hätte ein Idol bekommen, aber es ist nicht zu sehen. Ah, Slots, Idol, Slots habe ich. Ah, genau, hier. Ich habe das gar nicht gesehen, hier links. Okay, dann können wir das ausrüsten. Stimmt, das ist ein Idol-Slot-Quest. Aber ich weiß nicht, ja, für euer Damage, genau. Und hier unten noch etwas Defensives. Also glaube ich die Slots und die Slots 4 haben wir bekommen, oder? 2. Ich schaue nie. Ich bin immer wieder ein bisschen abgelenkt. Aber das macht auch das Spiel interessant. Macht nicht immer alles, was das Spiel sagt. Experimentiert. Und genießt einfach das Game. Also Last Epoch kann ich so mega genießen. Es fordert mich jetzt nicht so viel, einfach diese Einblendungen sind halt immer so schnell wieder weg. Man ist echt immer am Spiel lesen, oder? Also diese Kommentare, also diese Einblendungen am Lesen. Das macht mir manchmal schwer, überhaupt zu verstehen, wie die Quest überhaupt läuft. Ich lese das manchmal einfach nicht, oder? Ich will es ja lesen, aber irgendwie habe ich auch keinen Bock immer dazu, immer zu lesen. Es ist einfach so, dass ich eher das Spiel einfach spielen möchte und weniger gezeigt werden bekommen. Heutzutage sind die Quests so. Geh genau dorthin, wo die Minimap zeigt. Mach nur das. Mach nur Grinding. Und dann geh wieder zurück. Ich zeige ja dir das. Ich bin die Minimap. Und genau das ist es, was die Spiele einfach nicht mehr so interessant macht für die meisten Leute. Sie werden zu wenig gefordert. Sie werden zu wenig... Ja. Einfach Minimap sollte in einem Game gar nicht sein. Die Leute sollen den Weg suchen. Und nicht irgendwie den Weg sofort immer finden. Volcanic Orb ist leider nichts für mich. Also ich mag diese Abklingzeitreduzierungssache nicht. Aber ich möchte gern irgendwann mal, wenn ich genug Abklingzeitreduzierung habe, einen solchen Bild machen. Weil das ist mächtig stark. Oh, es ist aber ein Vierer breit. Ich mag das einfach nicht, dass diese Idole so breit sind. Diese ganz guten Idole. Es ist einfach viel zu breit. Man kann dann meistens keine anderen guten Idole mehr reintun. Ist ja klar, weil sie so gut sind. Aber das ist leider so. Ich muss mal kurz schauen. 14 Minuten. Ja, danke schön, Last Epoch. Eben im Ladebildschirm geht nichts. Das heißt, ich muss ungefähr bis... Ja, vor. Ja, im Livestream, da livestream ich einfach, bis ich dann keinen Bock mehr habe. Oder die Leute halt auch sagen, ja, ich kann mal Pause machen.
Oder es wird manchmal irgendwann so 2-3 Stunden später dann, obwohl ich schon lange aufgestanden worden bin. Aber das macht so Motivation, also unbedingt auch mal reinschauen bei twitch.tv/dragobasler. Wie ich so streame, ich streame sehr, sehr interessant, sagen die meisten Leute. Ich habe sehr viele neue Kollegen kennengelernt. Das macht einfach Spaß. Also es ist sehr, sehr toll, wie ich Anerkennung bekomme. Also für alle Leute, die mitmachen auf Twitch, ein großes Dankeschön für die, die YouTube nur genießen. Es wird immer wieder Aufzeichnungen kommen. Also es ist einfach ein bisschen verschoben, weil ich nicht immer so viel hochladen kann. Und während im Livestream möchte ich nicht, dass Twitch da hochlädt. Weil ich meistens zuvor dem Streamen noch so Einstellungen machen muss, wie zum Beispiel Plugins einstellen. Gestern hat zum Beispiel der Streamlab so genervt, dass ich Stream Elements einfach gesagt habe, da muss da natürlich das Ding Streamlabs dann auch ja, stoppen. Und dann hat er natürlich immer wieder, also dann hat Streamlabs gegen Stream Elements gekämpft. Und da hat ein Kollege gesagt, ich sollte Streamlabs einfach bannen. Weil das kommt ja nicht so, ein Bot sollte ich ja eigentlich nicht bannen müssen, aber es ist ja klar, eigentlich muss man ja Bots bannen, damit sie die Schnauze halten. Weil ohne Moderator tun sie trotzdem noch da ja noch herumquasseln, oder? Das sind halt einfach Bots und keine Menschen. Die kann ich irgendwann mal aufhören, weil es ihnen langweilig ist. Die machen einfach weiter. Dadurch hatte ich immer wieder zwei Follower-Ankündigungen. Dann habe ich eben Streamlabs gebannt. Dann hat aber auch Stream Elements angefangen zu spammen, weil sie natürlich nicht mehr so wenig muss posten. Ja, einfach die Freiheit hat des Stream Elements, genau. Und dann ist Stream Elements so böse gewesen zu ein paar Modder und so. Nein, sie haben sie auch gewollt, dass sie ein bisschen reden, über Schnauze halten und so sagen zu Elements oder Stream Elements. Das ist halt einfach noch, die ich dann auch wirklich ausstellen musste. Also, auch wollten, also dass die Modder das auch wollten natürlich. Und es war so lustig. Jetzt habe ich das hoffentlich ein bisschen besser angestellt heute. Aber wenn man kleine Einstellungen bei Bots macht, hat das immer so eine mega Ding, Auswirkung, oder? Und da brauche ich einfach Techniker. Ich brauche Moderatoren oder so, die sich um das kümmern können oder mir einfach ein bisschen ein leichtes Tutorial machen könnten. Sonst bin ich da auch ein bisschen zu sehr ja, beschäftigt damit, oder? Also Streamer sollten ja eigentlich nicht unbedingt so viel machen müssen, weil sie dann viel zu abgelenkt sind, viel zu viel schon gearbeitet haben im Vordergrund. Also bei mir ist es halt einfach so, dass es so aussieht, als würde mich einfach diese Einstellungssache mehr beschäftigen als 12 Stunden Livestream am Stück, ohne Pausen. Es ist einfach für mich nicht so wohl, so Einstellungen machen zu müssen. Aber ich mache kein Netzwerk, also ich gehe nicht in ein Netzwerk rein und lass mich helfen. Ich bin nicht so ein Mensch. Die Leute werden so verwöhnt und haben dann einfach Richtlinien, die für mich wegen meiner Flexibilität Livestreamen zu senden, also Interaktivität, den Spielen, also den Zuschauern wünschen lassen und so, nicht machen kann. Ihr würdet mich dann wirklich wahrscheinlich auch eher hassen, weil ich dann mich ändern müsste, oder? Also, dass ihr dann nicht mehr mögt, mir da Wünsche zu posten, weil ihr wisst, dass ich in einem Netzwerk bin oder so. Naja, deshalb mache ich das nicht. Ich will alleine mein Geld verdienen oder so durch Spenden. Nur, ich bekomme keine Spenden, weil das Netzwerk da nicht poolt. Also diese Spenden hat auch einblendet und so Sachen. Da müsst ihr einfach verstehen, bei mir werdet ihr nicht gerade so extrem beglückt mit, oh, ihr habt gespendet. Aber dafür habt ihr dann immer wieder Nachrichten, wo ihr steht. Und ihr steht danach wirklich lange. So werdet ihr niemals bei mir die Spende auch nicht mehr sehen, was ihr gespendet habt. Andere Leute können immer euch sehen, wie ihr gespendet habt. Und dadurch ist es auch viel besser. Also schaut mal bei Jennings vorbei, der hat es schon eingestellt. Richtig gut. Bei dem sieht man zum Beispiel auch immer wieder, ja, mich als Spender und, wie sagt man, Subscribe, nein, doch Subscribe. Das ist bei Twitch das, also Mitglied, glaube ich. Oder nein, bei YouTube ist es Mitglied, aber bei Twitch, wenn man einfach diese 5,50 € bezahlt. Einmal pro Monat.
ist man ja, hat man ja einen Rang. Und den habe ich jetzt diesen Monat schon gemacht, den Rang. Und dadurch noch besser, hä? Nein, nicht so gut. Mal kurz vergleichen. Nicht so gut. Das eine möchte ich mitnehmen, das andere nicht. Und jetzt bekomme ich die plötzlich sehr oft, okay? Ich wollte die jetzt eigentlich nicht mehr so benutzen. Weil die Spells halt mit Physik nicht so gut sind für mich. Mit wenig Items, ja. Also dadurch habe ich eben Shanix Mega geholfen. Als erste. Ja. Als erstes Mitglied von ihm. Jetzt habe ich nur so ein blödes 1 erste vorne dran. Aber das will ja Shanix zum Beispiel machen. Das hat er eingestellt. Jetzt muss ich das akzeptieren. Aber ich wollte eigentlich nur ihm eine Freude machen und nicht erstes sein. Nur eben, man wird halt auch ein bisschen zu einem Menschen gemacht, der unbedingt ja, Anerkennung bekommen will. Und wenn ich, wie ich, nicht Anerkennung bekommen möchte unbedingt, einfach kollegial leisten möchte und so, dann kommt man nicht vorwärts. Also ja, schon vorwärts, aber ja, nur so 7 Zuschauer, sondern irgendwie 20 oder 50. Oder mit Werbung kommt man halt 1000-mal mehr weiter. Nur mehr nervt Werbung. Nervt euch Werbung nicht auch? Es nervt allen, aber trotzdem wird es immer gemacht. Dadurch ist die Menschheit einfach so mega greedy geworden. Einfach mega geizig. Mega. Oh, ich möchte das, diese Anerkennung, das erreichen, das und das und das. Und irgendwann mal sind die Menschen so strunzdumm. Dadurch, dass sie einfach nicht mehr leisten etwas müssen, sondern alles bekommen, was ihnen vor die Nase fällt. Dass die Menschheit einfach wahrscheinlich verblödet. Es gibt einen Film, der heißt, glaube ich, irgendwas wie Idiotikium. Idiotiologie oder so. Idiotikium, glaube ich, heißt er oder so. Der Ding, dass eine Zeitmaschine erfunden, also eingeschleppt, also eingefroren werden die Menschen, 2 Menschen. Und die kommen dann einfach viel zu spät dann raus, viel zu weit in der Zukunft, glaube ich, 2500. Im Jahr 2500 raus. Und dann müssen sie klarkommen, dummen Menschen, weil die einfach nichts mehr machen müssen. Die müssen nur noch zu Hause vor dem PC hocken und Chips essen und vor dem Fernseher. Und sogar der Präsident ist strunzdumm geworden. Alle sind strunzdumm geworden, weil die Leute nichts mehr machen müssen. Die Leute müssen arbeiten. Sie müssen unbedingt ja, das Leben noch anstrengend machen. Ich tue 2 Stunden Livestream, das ist genug anstrengend für mich. Aber ich mache ja noch Sport. Der Sport ist für mich der anstrengende Körper, immer wieder im Wandel zu sehen, sehr viel Muskelwachstum zu haben, sehr viel Sinne, Eindrücke haben, als vor dem PC. In 12 Stunden PC habe ich nicht mal ein Viertel so viel Emotionen und so Lebendigkeit in mir. Als mit einer Stunde Fußball spielen, also 90 Minuten Fußball spielen, 1 Stunde und 30 Minuten. Das ist einfach so. Also ein Fußballspieler ist lebendiger als ein Gamer, das ist einfach so. Der hat auch noch Fitness, der fühlt sich ja noch gut. Aber ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, wenn ihr so viel gamet. Also ich fühle mich nach 12 Stunden Gamen echt viel zu müde. Müde als 1 Stunde 30 Minuten Fußball. Körperlich, also vor allem im Gehirn fühle ich mich müde als nach 1 Stunde und 30 Minuten Fußball. Das ist einfach so. Weil Fußball ist ja eher Bewegung und Gamen ist eher Hirnaktivität. Da habt ihr einfach das Gehirn die ganze Zeit voll, werdet wahrscheinlich depressiv oder fühlt euch zu viel angestrengt, weil das Gehirn zu viel leisten muss. Und dadurch habt ihr auch das Gefühl, ihr müsst nicht Sport machen, ihr müsst nicht um eure Gesundheit achten, nix. Das ist einfach so. Ihr dürft ja spielen, nur eben übertreibt es nicht, bitte. Ihr müsst ja nicht unbedingt jedes Spiel durchspielen müssen oder so. Ihr könnt ja das Spiel auch genießen, innerhalb von einem Jahr durchspielen, sondern in einem Monat oder in einem Tag. Genießt das Leben bitte, weil ich sehe immer wieder mehr Leute, die wissen das gar nicht, dass sie das Leben einfach gar nicht genießen durch die Games. Sie werden immer wie anspruchsvoller. Sie wollen immer wie bessere Games gamen. Sie wollen immer wie ja, schönere Games spielen. Und das ist genau das, was euch wahrscheinlich dann auch wieder zu sehr plagt. Also ihr macht eurem Leben wahrscheinlich dann eher ein negatives Feedback,
Also wenn ihr dann auch noch Fußball spielt, gesund ernährt, ihr einfach viel Bewegung habt, auch mal ein bisschen Pause macht und so. Diese Sucht ist einfach Wahnsinn. Dass Leute so viel Sucht zeigen müssen, ist einfach Wahnsinn. Ist das jetzt Akadukt? Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Aber ich weiß nicht, glaube ich, ist schon zu weit, oder? Nein, Akadukt ist gut. Dann weiß ich das. Also dieser Bild, der ist einfach tausendmal besser für mich geeignet. Ich bin gerne Beschwörer, aber wenn der Beschwörer so anspruchsvoll wird, weil die Minions nicht mich mehr verteidigen können, weil sie keine gute KI haben oder so, ich dann wirklich auch zäh muss sein als Minion Master, dann bin ich einfach nicht mehr so gerne Minion Master. Ich möchte gerne wirklich auch Minion Master sein, ein bisschen genießen können, dass ich Mitglieder habe bei mir. Also wirklich auch Leute habe, die mit mir herumtanzen. Also wir gehen nicht auf Cast Speed, weil wir haben Dots. Also wir könnten schon auf Cast Speed gehen, aber das nicht priorisieren. Ja, das ist jetzt noch nicht unbedingt so gut. Zuerst einfach diese Sachen, die wirklich auch den Dot erhöhen. Und Cooldown in Quality Speed müssen wir wahrscheinlich auch nehmen wegen Teleport. Was ist jetzt das genau? Ja, Breath. Die zwei werden verstärkt scheinbar. Ah, tut einfach diese Sachen hier unten. Unter More Information, das ist das Blaue. Hinzufügen. Ist das auch nichts für uns. Also wir können relativ viele in diesen Nodes tun. Und dann vielleicht auch bei Spellblive nicht, aber hier noch ein paar Sachen machen. Vor allem hier dieses Penetration möchte ich natürlich auch noch nehmen. Elemental Penetration ganz unten. Genau. Haben wir jetzt hier ein Waypoint? Nicht. Ich mache diesen Part jetzt mal ein bisschen länger. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich um 16 Uhr leisten muss. Ich muss ja nichts mehr einstellen. Jetzt mache ich den Part noch ein bisschen länger, damit ich natürlich noch zum Waypoint komme. Damit wir das einfach im nächsten Part oder im Livestream dann nicht nochmals wiederholen müssen. Ja, irgendwie ist der... Irgendwas ist mit dem Speed jetzt wieder ein bisschen besser geworden. Nein, das hat sich nicht geändert. Ich habe nur ein bisschen mehr Fröhlichkeit über den großen Cast Speed, genau. Dadurch bin ich natürlich auch wieder ein bisschen glücklicher, dass ich so schnell bin schon. Aber eben diese Notes noch nicht geskillt habe, also noch viel schneller casten kann. Das ist immer toll. Und jetzt natürlich noch mehr Damage und Spreading Flames. Ich will ja unbedingt, dass auch wirklich Gegner brennen und weitergeben die Brandschaden. Weitergeben zu anderen Monstern. Oh. Die Kiste und irgendwie den Fass zerstört. Nice. Einfach den Ausweichen, das Bluten sieht man nämlich auch gar nicht gut. Diese Blutgeschosse, die machen einfach zu viel Schaden. Aber seht ihr immer wieder 500 Schaden? Einfach so. Und dann noch der Brandschaden. Der Brandschaden ist ja mega stark bei mir. Das macht eigentlich Bosse zu Kindspielen. Also die Bosse sind so schnell down durch diesen Brandschaden-Stack. In diesem Spiel tut einfach Brandschaden, Blutungsschaden und Giftschaden stacken, glaube ich. Oder einer nicht, aber ich glaube, Giftschaden tut nicht stacken, dafür ist Giftschaden stärker. Oder tut Giftschaden. Ich weiß nicht, aber vor allem Dots tun einfach stacken. Das macht die Spells einfach noch zu stark. Das wird in 0.7.8 wahrscheinlich genervt werden. Aber dann machen wir einfach einen anderen Bild. Ich weiß noch nicht welchen, also. Wenn ihr die Patch Notes lest, könnt ihr vielleicht ja ein bisschen denken, was ich werde spielen können. Dann könnt ihr einfach vorschlagen, was ich spielen soll. Ich möchte bei 0.78 dann auch wirklich einen Charakter wieder machen. Der Charakter ist ja auch schon wieder so ungefähr 5 Tage alt. Erstellen. Dass ich da, ja. Auch eben euch wünschen lassen kann, was ich denn spiele, was ich denn machen soll. Und einfach auch in dem Livestream ein bisschen sagen, was ihr so denkt. Dann könnt ihr einfach mehr schreiben natürlich. Was könnt ihr hier einfach zu schreiben? Ich will, dass du Rip Root spielst, was ihr ja gewünscht wurde. Ich habe es ein bisschen gespielt und ich habe
bin nicht so gut klargekommen, weil Gegner viel zu zäh waren gegen physischen Schaden. Es war einfach für mich mit diesen Items noch nicht so gut genug, dass ich es will spielen. So, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Ward per Intelligenz bekommen, irgendwie. Oh, jetzt haben wir auch 500, 600 oben. Wow. I cannot do that. Dann mach das jetzt. 660, 670 oben. Ist mega geil. Also der Bild für alle Anfänger, macht diesen Bild. Oder den anderen, den Lightning Blast Bild mit Crit und so. Aber das ist eher nicht so für die Eidmann-Ringen, wenn Eidmann so ihr noch nicht habt, das Anfängen. Nicht so das Ding. Aber der Feuerball, Dot Mager, einfach alles auf Dot hauen und auf Ward, dann seid ihr genug zäh und ja, könnt ihr dann noch Resistenzen nehmen. Aber der Dot alleine, der macht er eben schon so gut auf, falls ihr noch Zeit habt eben. Dass man sagen kann, ja. Headhunter war ein Vapen, oder? Irgendwo war ein Vapen. Ja. Okay, dann hören wir jetzt auf. Jetzt habe ich genug lange gemacht. Wie viel waren es? 31 Minuten. Ja, das war eigentlich ziemlich gut. Dann Dankeschön fürs Zusehen. Schön, dass es euch gefallen hat, hoffentlich. Sonst einfach auch in Kommentare schreiben, wieso nicht, damit ich mich verbessern kann. Sonst hat ein Dislike auch nur machen. Aber, ja. Ich finde es wirklich toll, dass ihr zuschaut. Dass euch die Interesse an das Spiel so packt und bei mir zuschaut auch, oder auch das Game nur bei mir schaut und nicht selber spielt, das ist auch gut. Ich bin froh, seid ihr so toll, macht weiter so. Also eben, wenn ihr glücklich seid ab mir, dann ist es wirklich toll, weil ich habe Handicaps, ich habe Probleme und das müssen einfach die Leute noch verstehen, die mich noch nicht so gut kennen. Aber die Leute, die mich kennen und auch kennenlernen wollen, also direkt auch wirklich schreiben im Livestream oder im Chat, also im Video-Kommentarsystem, die wissen es und die sind immer toll. Aber die Leute müssen mich kennenlernen, damit sie wissen, dass ich toll bin. Oder wir müssen uns gegenseitig auch unterstützen, oder? Wir müssen uns den Spaß bringen. Und der ist leider momentan wirklich bei vielen Leuten nicht mehr so gut. Und das habe ich ja gesagt in diesem Part, ja. Also, ich rede wieder zu viel. Dankeschön fürs Zuschauen und Livestreams immer von 16 Uhr bis in die Nacht, bis ich halt dann nicht mehr livestreamen kann wegen Müdigkeit oder so. Ja, bis 3 Uhr zum Beispiel gestern. Tschüss. Oder heute Morgen. Tschüss.